Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Spirit of the North. Ein Titel, der seit dem 7. Mai 2020 auf Steam erhältlich ist, kostet bei 15% Reduzierung momentan 14,27 €, später 16,79 €. Und ja, es ist ein Einzelspielerspiel, wo wir als Rotfuchs Abenteuer erleben müssen. Das beschreibt das ganz kurz, aber ich lese am besten mal vor, was der Entwickler zu seinem eigenen Spiel schreibt. Das beschreibt es doch dann am besten. Spirit of the North ist ein Einzelspieler-Abenteuerspiel, das von den atemberaubenden und mysteriösen Landschaften Islands inspiriert ist. Spiele als gewöhnlicher Rotfuchs, dessen Geschichte sich mit der Wächterin der Nordlichter, einen weiblichen Geisterfuchs, verbindet. Okay, das hat auch nicht wirklich alles erklärt, ne? Okay, wir können hier direkt das Spiel beenden oder ein neues Spiel starten. Aber ganz geheim haben wir hier unten noch ein P, da dürfen wir draufklicken oder die Taste P nehmen und kommen dann auch in Optionen, wo wir die Sprache zum Beispiel Deutsch einstellen können, ne? Also das ist schon von Grund auf eingestellt worden und die Grafik auf Ultra. Dann haben wir noch Belohnungen. Da sehe ich schon mal den Rotfuchsi, ne? Ich weiß nicht, wie der heißt, ne? Wir nennen ihn einfach Rotfuchsi, weil ich so kreativ bin und ja, ich denke mal, dass wir da andere Charaktere kriegen können, wenn wir das Spiel oder einige Rätsel lösen. So, ansonsten würde ich sagen, warten wir gar nicht so lange. Spielen wir Spirit of the North. Blaufuchs ist auch dabei, wie man sieht. Wie witzig die Timmy heute ist. Okidoki. Ich glaube, es geht los. So langsam, aber sicher. Oh, ich habe eine Maus. So, wir können bewegen. Kapitel 1. Da ist er, unser Rotfuchsi. Ist komisch, einen Rotfuchs zu steuern. Habe ich noch nie in meinem Leben. Aber könnte durch den Schnee watten und ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, boah, das sieht echt cool aus. Hey! Ich denke, wir müssen hier langlaufen. Da sind ja extra so eine Steine. Boah, die Grafik ist krass, ne? Was ist das denn da im Himmel? Ah, ich denke mal, ein Signal, dem wir folgen werden. Aber da wir ein sehr dummes Tier sind, nein, Quatsch, die sind bestimmt voll schlau. Füchse sind auch schlau, ne? So ein Jagdsimulator kenne ich's. Da waren die verdammt schlau. Hey! Wir hinterlassen auf jeden Fall eine Spur im Schnee, das finde ich cool. So, Kapitel 1 beendet. Quatsch. Wir haben noch ganz schön was vor uns, glaube ich. Ich denke, das ist eher so ein bisschen Abenteuer und viel Atmosphäre einfach, ne? Also, so schneller rennen geht nicht. Wir können nur diesen Hüpfer machen. Verdammt hoch. Und spazieren einfach mal lang. Richtung eher düsteren, komischen Strich am Himmel. Er steuert sich sehr gut mit WSD. Das war Kuh. Ich teste gerade so ein bisschen rum immer. Bellen Rotfüchse? Ich find's schön. Hui. Keine Taschenlampe dabei. Rotfuchsi. Wo wollen wir hin? Ja, der Start, der zieht sich so ein wenig, aber es soll ja so sein. Sieht Island so aus? So krass? Ja.
Ist schon schön gemacht, ne? Sieht auf jeden Fall genial aus. Ich kann mir tatsächlich immer noch nicht vorstellen, was man so als Rotfuchs so machen soll. Außer so Jump'n'Run-Einlagen. Oh. Hallo du? Der ist aber schon länger da hinüber, würde ich sagen. Aber das ist Rotfuchs hier egal. So. Oh, Stöckchen spielen. Cool. Da komme ich direkt auf eine Idee, dann irgendwie den Typen da zu bringen, ne? Weiß auch nicht. Sofort so instant, so eine Idee. Aber was bringt das? Der Typ, der war doch skelettiert. Was geht ab? Ah. Ein Wächter oder was auch immer. Vielen Dank. Was? Ach, was sind Leichen, die wir wieder beleben? Nee, die beleben wir nicht wieder. Seelen, die wir befreien oder so mit. Den fehlte halt sein Stab. Der wollte nicht ohne seinen Stab ins Himmelreich. Was auch immer. Die Musik ist ja laut, ne? Aber ich glaub, die gehört einfach verdammt nochmal dazu. Genauso wenig, also weniger wie mein Gequatsche, ne? So richtig rennen kann der nicht. Das sind Speicherpunkte scheinbar. Er freut sich ein anderer Fuchs, aber das ist doch irgendeine Geistergestalt. Was? Gibt er nur an oder was? Ah ne, er geht nach unten. Das kann ich aber nicht. Ich muss wohl den Weg nehmen. Du hast mich verarscht. Das war eine Errungenschaft auf Steam. Denn ich bin ein gewöhnlicher Rotfuchs. Oh, es gibt Gas. Wie cool. Ha. Sehr viel Liebe in Detail, ne? Wo ist denn hin hier? Geisterfuchs. Ist er ohne Geisterfuchs hier unterwegs? Oh, an ich da schon eine Taucheinlage kommt. Also erstmal ist es wirklich der Walking Simulator für Füchse halt, ne? Steht, ja, müssen wir bestimmt wieder abholen. Warum auch immer. Sieht mich doch. Blöder Fuchs. Ich darf das wohl nicht, ne?
Rennen ist scheinbar nicht drin. Was soll ein Fuchs noch alles können, außer Rennen und Laufen, ne? Oh, schon weggemacht. Wie? Hinten läuft sie. Oder es, oder der, oder das. Oben hat sie sich gemütlich gemacht jetzt. So. Go, go. Jetzt geht es so langsam. Ich gehe schon mal vorne. Geisterfuchs. Shift. Jetzt. Ach, wir dürfen rennen. Hui. Gibt es eigentlich so beim Programmierer so Gesetze, dass NPCs immer langsamer laufen müssen als beim Spieler selber? Ich hab gewusst, dass ich hier rutsche. Und die Frage ist, kann man sterben in diesem Spiel? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah, da oben. Da fliegt sie wieder. Was verfügst du halt machen? Das nicht mal alleine machen können, muss ich doch einmal bellen. Hui, ist wieder lustig. Sehr windig. Eine Welt, ey. Was will da lang? Das sind doch bestimmt nur Geheimnisse, die wir aufdecken können, oder? Total viele. Guck einmal ganz schnell. Ich darf nur noch mal rutschen oder so. Ja, tatsächlich, seht ihr? Die verpasste komplett, die Leute. Aber das finden vielleicht unten. Oh, oh, oh. Keine Ahnung, wo sein Stock jetzt wäre. Oh. Ja, irgendwie kann mir nichts passieren. Ich rutsche einfach nur. Hui. Speicherpunkt. Müssen wir warten auf den anderen hier. Das sind nicht so die schnellsten Geister, wissen wir, ja? Oder ich gehe einfach mal weiter. Oder ist ja irgendwie keine Sperre oder so. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich zum Beispiel den Typen da seinen Stock oder was auch immer der will wieder geben bringen soll, weil ich komme jetzt gar nicht mehr zurück. Also man muss das alles vorher machen. Nicht blind lauf losrennen. Oh Gott. Ich gehe einfach mal irgendeinen Weg. Ich habe keinerlei Hinweise.
Weil irgendwie kommen wir sowieso wahrscheinlich bei jedem da unten raus. Aus irgendeinem Grund können wir es hier speichern. Oder müssen speichern. Da habe ich bestimmt irgendwas mega verpasst. Wahrscheinlich den Stocktypen da. Aha, guck mal, da oben ist er wieder. Also unendliche Ausdauer hat der Fuchs hier auch nicht. Aber beim Rutschen erholen wir uns wohl ganz ordentlich. Oh, menschliche Gebäude. Ich will da reinkacken. Ah, hier ist wieder so eine Leiche. Die sind eigentlich alle gestorben. Ich schätze, umso mehr du machst, desto größer fallen die Belohnungen aus. Ja, den einen Typen haben wir tatsächlich übersehen. Also, wir haben den nicht übersehen, aber ich habe den Stock nicht gebracht. Ich Schwein. Ich gemeiner Fuchs. So. Auf geht's. Rauf in die nächste Höhle. Abenteuer pur. Das ist ja auch fürs Auge hier, ne? Kann mir immer noch nicht vorstellen, wie es weitergeht. Dass es eine offene Welt ist, weil das ist ja Kapitel 1. Mach das weg. Ja, was soll man da sagen? Ich kann kein Füchsisch. Ja, gut. Dann gehe ich da mal lang. Ich glaube, das heißt das. Und da atmet hier die Pollen ein, oder mal. Boah, das sieht gut aus. Was? Bist mal ohne Pennen. Wie ein Hund. Na, wir haben uns einen bösen Schnupfen geholt. Okay. Das Kapitel 1 war jetzt. Ich denke mal, es war Kapitel 1. Bin ich jetzt tot? Also, wenn man so viel stürzt, dann. Nö, ich bin nur am Pennen. Bewusstlos. Okay.
Kapitel 2. Das erste Kapitel war schon der Knaller. Ne? Oh, jetzt humpeln wir. Oh, wie süß das aussieht, ne? Tut mir leid. Du kannst Sachen machen. Mach mal die Pfote heile. Okay, das Kapitel 2 wird länger dauern, glaube ich. Dass man hier nichts craften kann und so, ist ja wohl irgendwie selbstredend. Das sieht so komisch aus. Wow. Eine Fuchsskulptur. Bestimmt das heilige Fuchswasser hier, wo wir uns heilen können. Nö. Hat die Wand angebellt und die leuchtet. Bellt immer nach. Wie es aussieht, ey. Wurde sehr positiv aus Steam bewertet mit 118 Bewertungen, also das Spiel. Aber muss man schon Fan von sein, von so einer Art und Weise von Spielen, aber schön schick. Sagt natürlich gar nichts, ne? Und was soll? Vulkanausbruch, das erkenne ich. Viele Tote. Man muss denn ja, wenn ich jetzt nicht bewege, dann läuft er nicht von alleine. Also der könnte eigentlich rein technisch bis jetzt das ganze Spiel alleine laufen. Wir hätten nur die Kamera drehen müssen. Bis auf die beiden Stöcker, die wir da vergeben haben. Da ist wieder, ich sehe den Stock. Ich will noch eine Seele befreien. Warte auf mich, ich bin gehandicapt. Oh nein. Ich wollte auch bellen. Ich hab doch was im Mund. Ja, ich komm doch. Ah, irgendwo muss die. Muss der Kadaver sein. Ich kann ja nicht springen oder so. Also muss ja auf dem Boden sitzen. Ja. Ja, bitteschön. Dankeschön, sagt er. Oh, wir wieder einen übersehen irgendwo. Bin ich jetzt hier so im Humpeln? Naja gut, soll ja auch eine Herausforderung sein, sonst wäre das Spiel ja wirklich nur durchlaufen.
Boah, das dauert ewig. Und wieder Runde pennen. Das war eine Runde Ratzen. Spielt das sich schön viel Zeit, ne? Ich bin Leuchtefuchse. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin soll. Ich bin auf jeden Fall geheilt worden. Da geht's lang. Bist du auch am Leuchten? Das ist noch nicht Kapitel 3, es ist noch Kapitel 2. Und man hat jetzt natürlich den Eindruck, dass man hier nur rumlatschen muss und ein bisschen rumleuchten. Nein, du musst auch suchen. Also du hast hier wirklich, um alles freizuschalten, musst du auch wirklich genau gucken, ne? Der hat... Das ist die Leiche, die wir hier Stab gebracht haben. Wir gehen zurück. Ist das denn richtig? Ich würde sagen, er da hoch, ne? Da ist gar keinen da hoch, doch da. Ja, es wäre dämlich gewesen, da lang zu gehen. Ah, hier kann ich was machen. Eh. Jetzt leuchte ich nicht mehr. Leuchte! Nur dafür muss ich jetzt leuchten? Kapitel 3. Ach, ich würde sagen, wir haben schon verstanden, worum es hier im Spiel geht. Ja, jetzt hat sich die Welt so ein bisschen verändert. Warme Quellen. Das ist rumsuchen, ne? Also Abenteuerspiel. Wow. Sieht aber echt geil aus, das müssen wir uns mal angucken. Und wie ich mir das schon ganz so erwartet habe, ist es dann natürlich so Jump'n'Run-Einlagen drin, ne? Also viel Möglichkeiten hat man ja einfach nicht. Also Olaf Fuchs. Der verdammt hoch springen kann. Leuchtefähigkeit wieder.
Achso, da ist er, der Stein. Da wird er gedacht, dass der Fuchs das hinkriegt. Man kann nicht stillstehen im Wasser, logisch, sonst wird man ja untergehen. Na, seht ihr hier? Gucken wir mal, bei Sonnengeheimnis. Nee, ist kein Geheimnis. Aber nochmal so eine Schneeblume. Dann bell ich nochmal an. Ja, weil so eher labyrinthartig. Erinnert mich so grafisch tatsächlich gerade so ein bisschen an Star Wars hier. Die Map. Was soll das bedeuten? Nur ohne Sturmtruppler. Oh oh. Ah, der fällt auf mich drauf. Ist wohl bei mir gerollt. Hochkommen. Oh. Das ist so der logische Weg, ne? Aber das ist nicht der richtige. Naja, keine Ahnung, bloß kein bisschen Schimmer. Macht ja schon ganz mystisch einen Weg frei. Und da musst du dann ganz mystisch den Geheimweg finden. So schön kann das doch nicht sein. Ah, ein Weg. Klatsch, klatsch. Schöne Wiese. Nach dem ganzen Schnee, ne? Es gibt ein rechts und es gibt ein links. Nein, es gibt nur ein links. Und einmal schütteln. Unter so einem Wasserstrahl. Oh, den muss ich dann anwedeln. Super. Muss ich immer einmal schütteln. So. Na, jetzt bin ich hier so neugierig, wo diese Stabtypen rumliegen. Okay, wir haben hier Leute mit Stäben, die müssen wir finden. Und natürlich, denke ich mal, wird es schwieriger werden, mit der Zeit hier diese Leuchtdinger zu bekommen, die Leuchtblume. Jetzt darf ich nochmal zurück, oder?
Ja, weil die Leuchtblume muss ja immer aktivieren und dann diese Tore hier. Der Geperla. So. Wo ging es denn gerade lang? Ich hab schon wieder vergessen. Weiß wieder. La la la. Also ein Gronkh-Livestream-Spiel wieder. Ich mag einen Gronkh. Ich glaube nicht, dass das allzu lang geht, das Spiel. Ui. Jetzt sind alles unter Wasser. Aber was hätte ich jetzt davon gehabt? Da lang. Was? Wie gemein war das denn? Oh. Ja, meistert. Von den blauen Blumen hat das ist ja echt genug, ne? Na, da unten ist ein Gang. Also, ich würde an der Stelle tatsächlich aufhören. Jetzt nicht, weil es mir nicht gefällt, ne? Mir gefällt das sehr gut. Es ist mal was anderes, ist was Beruhigenderes, was Entspannenderes. Und man muss sogar tatsächlich später jetzt auch seinen Kopf anstrengen, denn das Spiel will ja, dass du hier verschiedene Wege findest. Das ging doch nicht. Und Möglichkeiten, Lösungen, um, ja, weiterzukommen, ne? Es gibt dann halt, wie gesagt, verschiedene Wege und Lösungen. Das finde ich ganz angenehm. Und das wird wahrscheinlich etwas knackiger in den Kapiteln. Dann haben wir noch den Stocktypen. Und damit haben wir dann die Rätsel gelöst hier. Ne? Ah, ihr seht schon, worum es hier geht. Ne? Also es ist nicht einfach nur rumlaufen. Verwirrend. Gib mir die Kraft des Leuchtens. Du musst es echt berühren, das Ding, ne? Okay, hier haben wir schon Rätsel tatsächlich. Aber wenn ich den nochmal, das müssen wir mal testen. Ich kann den nicht nochmal anwählen. Muss das Wasser senken und wieder steigen lassen? Skurril! Wo kam jetzt gerade her? Gut, an der Stelle weiß ich gar nicht, wie es weitergeht, ne? Aber. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in der Testzone und anderen Videos. Bis dann.